Luxusurlaub oberhalb der spanischen Treppe. In den Suiten dieses römischen Hotels haben schon Filmstars wie Audrey Hepburn genächtigt, erzählt uns Manager Andrea Rossetti. Eine 80-jährige Erfolgsgeschichte, bis die Corona-Zwangspause kam. Normalerweise ist das Hotel im April, Mai und Juni voll ausgelastet. Die Zimmer sind ausverkauft, es ist Hochsaison. In diesem Jahr haben wir geschlossen, alle Zimmer stehen leer. Doch der jetzt beschlossene Lockerungsplan lässt die italienische Tourismusbranche hoffen. Geschäfte, Gastronomie und Schönheitssalons dürfen schon morgen wieder öffnen. Ausgangsbeschränkungen in der Heimatregion werden aufgehoben. Eine Woche später geht es mit Fitnessstudios und Schwimmbädern weiter. Ab 3. Juni können sich Einheimische wieder im ganzen Land bewegen. Touristen dürfen ohne vorherige Quarantäne einreisen. Ein gewisses Risiko wird bleiben und wir müssen es in Kauf nehmen. Andernfalls müssten wir abwarten, bis es einen Impfstoff gibt und der überall verteilt ist. Dann würde unser Staat aber schwere soziale und wirtschaftliche Schäden davontragen. Ob die Italiener trotz Lockerungen weiter Abstand halten, das wird sich ab morgen zeigen, wenn landesweit die Strände wie hier in Ostia bei Rom wieder öffnen. Ein Test für den Tourismusstart in 2 Wochen. Speriamo di sì. Wir hoffen natürlich, dass die Leute wiederkommen. Es sind immer viele Deutsche gekommen, Holländer, auch Russen. Wir hoffen, dass sie jetzt endlich wiederkommen. Russi. Denn wenn Touristen kommen, kehrt hier auch ein Stück Normalität zurück.